Inmitten einer selbstverursachten Wohnungskrise braucht dieses Land eine neue Politik. Eine Politik, die die Menschen vor Mietabzocke schützt. Die Not in Stuttgart ist groß. Allein 4.000 Familien sind in der Notfallkartei gemeldet. Dazu kommen 3.000 Wohnungen für Flüchtlinge und 6.000 für Studenten. Statt selber Wohnungen zu bauen, verramschen seit 1992 Bund, Land und Stadt ihre großen Wohnungsbestände. So sind in Stuttgart von ehemals 22.000 geförderten Wohnungen heute nur noch 15.000 übrig. Das nenne ich neoliberalen Stadtumbau durch Privatisierung und Mietervertreibung. Was das für Familien bedeutet, zeigt der Skandal um die alte Eisenbahnersiedlung im Stuttgarter Norden. In der Bankenkrise mussten Stadt und Land ihre Landesbank mit 5 Milliarden Euro stützen. Als dann wenig später die LBBW auch noch die Eisenbahnersiedlung verkaufen musste, gab die Stadt ein Angebot ab. Doch die eigentlich dem Land verpflichtete Großbank verkaufte die Wohnungen an einen Immobilienhai. Und das auch noch mit Zustimmung des Wirtschafts- und Finanzministers Nils Schmidt. Nur 3 Jahre später verkaufte dieser Immobilienhai die Wohnungen mit 500 Millionen Euro Gewinn weiter. Man muss kein Hellseher sein, um sich all das hier als schicke Wohngegend vorzustellen. Und das auch noch in unmittelbarer Nähe zum Stuttgart 21 Neubaugebiet. Bestes Spekulationserwartungsland. Während der Markt nur noch für die Besserverdienenden baut, versagt die Politik. So ist der von dem Land geförderte Wohnungsbau von 137.000 Wohnungen in den letzten 13 Jahren auf 50.000 Wohnungen zurückgegangen. Durch diesen fatalen jahrelangen Abbau ist ein Riesenloch entstanden. In dieser Situation gibt es nur eine Möglichkeit. Bund, Land und Stadt müssen wieder als öffentliche Hand eigenverantwortlich bezahlbaren Wohnraum schaffen und dauerhaft bewirtschaften. Die Milliarden dafür wären da. Man dürfte sie halt nur nicht sinnlos verbuddeln.